Every day we escape, losing all of our faith. We can't live. Das Remake von Resident Evil 2 ist ein beeindruckender Erfolg. Plattformübergreifend verkaufte sich das Spiel über 5 Millionen Mal und ist damit rein von den Verkaufszahlen erfolgreicher als die Urversion aus dem Jahr 1998. Das gab Capcom nun in einer Pressemeldung bekannt. Der Publisher sei ebenfalls sehr zufrieden mit den Zahlen und hoffe auf einen ähnlichen Verkaufserfolg beim gerade angekündigten Remake zu Teil 3. Vermutlich wird Capcom beim anhaltenden Erfolg auch die weiteren Ableger remaken, was im Endeffekt bedeuten könnte, wenn es gut läuft. Also wenn es richtig gut läuft, dann könnten wir in den nächsten Jahren ein neues Resident Evil 4 bekommen. Und darauf hätten wir ja schon richtig Bock. Forza Horizon 4 hat ein kostenfreies Update spendiert bekommen, welches das Spiel um eine Art Battle Royale Modus erweitert. Ja, richtig gehört, ein Battle Royale Spielmodus in einem Rennspiel. Der Modus hört auf den Namen Eliminator. Dort treten über 70 Spieler gegeneinander an und müssen sich in einer immer kleiner werdenden Zone mit Rennduellen gegenseitig aus dem Spiel werfen. Jeder Spieler startet dabei mit einem Mini Cooper und muss seine Karre innerhalb des Matches aufleveln. Auf den ersten Blick wirkt der Modus wie eine unterhaltsame und durchaus für Horizon passende Adaption des beliebten Battle Royale Spielmodus. Forza Horizon 4 bekommt regelmäßig neue Inhaltsupdates, die größtenteils kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. So gab es zum Beispiel letztes Jahr mit LEGO Speed Champions eine neue Spielwelt rund um die Klemmbausteine. Im August 2018 erschien Two Point Hospital für den PC und konnte uns sofort überzeugen. Das charmante und humoristische Krankenhausaufbauspiel machte einfach Spaß und war gut umgesetzt. Das Spiel war und ist der geistige Nachfolger des 90er Jahre Klassikers Team Hospital. Eine Version für die Nintendo Switch, PS4 und Xbox One war bereits seit längerer Zeit angekündigt und sollte eigentlich noch 2019 erscheinen. Daraus wurde zwar nichts, aber immerhin gibt es nun ein festes Release-Datum für das Jahr 2020. Am 25. Februar wird das Spiel nun auch endlich auf den Konsolen erscheinen. Die Konsolenversion wird direkt mit allen Updates und Erweiterungen ausgeliefert. Ihr erhaltet also die volle Ladung des Spiels. Wir sind vor allem gespannt auf die technische Umsetzung bei der Nintendo Switch und wie gut die Entwickler die Steuerung optimiert bekommen. Grundsätzlich sollte beides eigentlich gar kein Problem darstellen. Die Betonung liegt hierbei aber auf dem Wort sollte.